Heute in den Hofgeschichten. In Neustrelitz sorgen die Ferkel für Ärger. Bauer Carsten muss handeln. Die randalieren jetzt zu viel umher, die Sauen. Wir müssen die Ferkel absetzen. Der neue alte Trecker von Biobauer Daniel ist auch bei seinen Tieren beliebt. Ist nicht nur nice to have, wir können auch brauchen. Die Rinder lieben den, die laufen immer schön hinterher. Nach dem großen Hoffest ist Träumen erlaubt. Ein Kollege sagte, Mensch, Schwingkuhlen, das wird jetzt das neue Wacken. Und der schönste Heidschnuckenbock wird gesucht. Aber das ist gar nicht so leicht. Das ist einfach nur ein schwerer Bock. Ja, das ist kein Favorit. Nein, ist er nicht. Auf dem Sophienhof in Neustrelitz hat im Moment niemand so viel Freiheiten wie die Sattelschweinferkel. Leider kann das nicht so bleiben. Draußen droht immer noch die Schweinepest. Bauer Carsten muss heute handeln. Los, jetzt fangen wir die wieder ein. Die ersten gehen vorsichtshalber schon mal selbst in den Stall. Aber... Da, noch einer. Verfluchter Mist. Los, tschüss. So Mädels, jetzt ist hier gleich vorbei mit Lustig. Die randalieren jetzt zu viel umher, die Sauen. Wir müssen die Ferkel absetzen. Auch, und das machen wir jetzt. Ich muss nur gucken, dass alle hier sind. Da hinten rennen noch zwei umher. Die Sauen haben auch den Kanal voll. Die wissen, dass die Ferkel jetzt zu alt werden und auch eher mehr oder minder eine Belastung für sie werden. Und deswegen trennen wir die jetzt. Und das habe ich jetzt die letzten drei Tage noch hier hingefummelt, weil die wirklich alles kaputt gemacht haben. Und jetzt werden wir sie versuchen, gleich mit Futter auf den Hänger zu locken. Das sieht man jetzt auch, ne? Die wiegen gute 15 Kilo im Schnitt. Und das ist jetzt, für die Sauen wird das einfach zu viel. So. Die Ferkel kommen schon komplett mit festem Futter zurecht. Aber versuchen kann man es ja noch mal. Und die Säugezeit ist auch rum. Also, die sind ja schon gut über 40 Tage bei der Mutter seit der Geburt. Die Intensiven lassen 28 Tage säugen. Und bei den Schweinen ist es immer so, das muss alles immer in der Woche und mit 7 Tagen zu teilen sein. Vom Rhythmus her, damit die dann wieder in Rausche kommen und damit die dann wieder belegt werden können und wieder tragend werden. Sagt der Bauer Rausche, belegt und tragend, meint er paarungsbereit, paaren und trächtig. Und klappt heute alles, könnte das mit der Paarung schon nächste Woche funktionieren. Es läuft gut gerade. Ein bisschen Futter, um die Nachzügler anzulocken. Damit nicht doch noch ein flottes Ferkel entwischt, ist Mitarbeiter Manuel dazugekommen. Und der hat vorhin im Rinderstall noch eine wichtige Entdeckung gemacht. Weißt du, dass da hinten dieses Kälbchen drin ist? Nee, das ist von gestern Abend. Von der weißen Kuh. Da müssen wir die nähern. Wie geht das? Sieht das ganz gut aus, oder was? Ja, bloß das geht die ganze Zeit am Bullen ran. Ja, musst streut eine Hände ein bisschen. Ja, ich habe jetzt schon Strom umgefahren. Ne? Hm? Weiß nicht, wegen einzeln nehmen oder so? Ja, müssen wir ihn da mal machen. Das schaffen wir jetzt. Dabei, ne? Und dann bekommt der Bauer beigebracht, was er schon wusste. Dass nämlich auch kleine Schweine ziemlich clever sind. Swin pleatscht eben. Jetzt bloß nicht nervös werden. Bei der nächsten Runde biegen sie bestimmt in die richtige Richtung ab. Naja, oder bei der übernächsten. Und tatsächlich nehmen sie dann die richtige Kurve. Das wird Carsten die Zeit verschaffen, um gleich doch noch nach dem neugeborenen Kalb zu gucken. Was er noch nicht weiß: Im Gegensatz zur Familie Schwein ist die Mutterkuh richtig schlecht gelaunt. Im Harz hat Daniel Wehmeier seine Ehefrau Johanna und studentische Hilfskraft Tore zu einer Herde Höhenvieh geschickt. Die Tiere sollen bewegt werden. Ja, die freuen sich, die wissen schon ganz genau, was wir gleich machen wollen. Wir wollen die nämlich umsperren, die kommen auf eine neue Weide. Da gibt's dann wieder frisches Gras. Ich hoffe, wir schaffen das rechtzeitig, bis ich unsere Jüngste gleich aus dem Kindergarten abhole. Ich versuche mal hier vorne in dem Busch eben die Lietze anzubinden. Ja. Und dann gucken wir mal. Ja, wir versuchen jetzt quasi den Weg für die Rinder zu begrenzen, dass die
uns dann auch folgen und nicht sonst einfach überall abbiegen und hinlaufen, wo sie wollen. Dass wir die ein bisschen in den Zaun halten können. So ein paar Rinder umsperren, das ist für Johanna alles andere als Routine. Es ist schon lange her, dass ich das gemacht habe. Im Prinzip bis unser erstes Kind unterwegs war. Und das ist schon ein paar Jahre her. Jetzt ist Daniel ein bisschen später dran als geplant. Aber sonst wäre das auch eine schöne Sache für uns zu zweit gewesen. Aber mit Tore ist auch gut. Johanna nutzt heute ein kurzes Zeitfenster, in dem sie sich um Kühe und nicht um Kinder kümmert. Oh ja, hier geht das gut. Hauptsache, die beiden haben genügend Stecken und ausreichend Litze dabei. Es sind gut 400 Meter bis zur nächsten Futterwiese. Mal gucken, ob wir hiermit noch zurechtkommen. Vielleicht ein bisschen wenig. Mit leichter Verspätung trifft Hofchef und Ehemann Daniel zum Viehumsperren ein. Hi. Hi. Das sieht ja schon gut aus. Toro holt gerade das Auto mit mehr Zaunmaterial. Weil wir müssen da im Ackerschlag noch ein bisschen was absperren, ne? Ja, im Auto haben wir noch genug. Wir haben einen neuen Trecker, mein Vater, Scheunfund, von 1966. Der war mal rot und wurde in Hannover noch mal zum Blauen umgemalt. Und wurde dann, weiß ich, 66 so verkauft. Und der hat weniger Stunden runter als mein großer. Und ich denke, ist nicht nur nice to have, wir können auch brauchen. Die Rinder lieben den, die laufen immer schön hinterher. Hoffen wir, dass es heute auch so wird. Und was habt ihr hier zu den Obstbäumen gemacht? Noch gar nichts. Oh, dann haben wir noch das Arbeit. Das ist die erste Strecke, die wir fertig haben. Mehr noch nicht? Nee, mehr noch nicht. Muss ich doch noch selber ran. Moin, Tore. Oh, zu wenig Zaunmaterial. Ja, ist nicht mehr so viel dabei gewesen. Shit, was machen wir da jetzt? Müssen wir hier links und rechts auch noch? Eigentlich links und rechts, aber wir machen jetzt nur links. Ja. Aber dann laufen sie auf die Heufläche. Shit. Noch was her. Wir müssen aber auch noch eine von den Rollen nehmen für die andere Straßenseite. Die Zuckerrüben sind noch nicht abgezäunt? Nee, bisher nur die Ackerbohnen. Gut, dann baut ihr hier auf, ich hole Material. Ja. Diese Rolle, da wo es ein bisschen lichter wird, weit weg vom Weg quasi aufzäunen, dass du quasi Trompete machst. Ne? Fängst da am Baum an und so, dass es schmal wird. Am Baum anbinden und dann so zum Weg kommen. Ja. Der Weg soll wenigstens 6 Meter sein. Ja. Wege bauen wir immer mit Flatterband. Wenn da wer reinfährt, dann reißt es. Wenn wir Stacheldraht nehmen würden, wäre die Situation eine andere. Ich bin mit meiner Frau ein richtig gutes Team. Wenn wir die Zeit haben, dann genießen wir die Zeit auch so miteinander. Ein bisschen Zaun zu bauen, Tiere zu kontrollieren. Und wenn die Kinder aus der Schule sind, dann macht es noch mehr Spaß. Sie helfen auch richtig mit. Jetzt gilt das Augenmerk aber erstmal der Herde Höhenrinder. Im ostholsteinischen Schwienkuhlen liegt der Hof von Familie Schramm. Nach dem großen Hoffest ist der Alltag wieder eingekehrt. Fast zumindest. Heldrik bekommt heute Besuch, der für ihn auch nicht ganz alltäglich ist. Ja, wir sind hier für den Feinheimischen. Ja, wunderbar, sehr schön. Um das Porträt zu fotografieren. Ja. Ja, wir sind ja schon seit fast Anfang an, seit 2009 Mitglied bei dem Verein Feinheimisch. Das ist ein Netzwerk aus Gastronomen und Produzenten und auch Förderern. Genau, und da gibt es viermal im Jahr immer ein neues Magazin. Und heute sind wir da mit dabei, einmal als Betriebsporträt, das über uns geschrieben wird. Ich würde vorschlagen, wir gehen draußen einmal rum, einmal zu den Tieren, zum Verkaufsautomaten, dann habt ihr einen kleinen Eindruck. Perfekt. Ja, sehr gerne. Ja, super. Redakteurin Karen Jahn und Fotograf Björn Weinbrand stellen im nächsten Feinheimisch-Magazin das Thema Fleisch in den Fokus. Das Ziel des Vereins, regionale Produkte aus Schleswig-Holstein zu stärken. Genau, einmal nach euch. Da kann das schon mal sein, dass wir so gute 1000 Hähnchen hier haben. Und dann habt ihr noch Perlhühner auch, ne? Genau, richtig. Das sind dann hier unsere Exoten. Das sind die Perlhühner. Das sind ja sehr pflegeleichte Tiere eigentlich. Wir bekommen sie, die sind jetzt schon ungefähr 2 Wochen bei uns. Mhm. Bei den Tieren ist nur der Nachteil, sie sind sehr scheu und machen sehr viel Krach. Deswegen ist Heldrik auch einer der wenigen Landwirte in Schleswig-Holstein, der Perlhühner aufzieht. Die steigende Nachfrage hat ihn überzeugt. Vor allen Dingen die Spitzenköche, ja,
wir hatten uns danach Perlhühner gefragt, ob wir die nicht machen könnten, und haben wir einfach mal mit ein paar Tieren angefangen. Und ja, waren da selber erstmal von begeistert und die Gastronomen auch. Und dann haben wir es natürlich auch hier im Hofladen mit angeboten. Mittlerweile hält Heldrick rund 150 Tiere. Perlhuhnfleisch ist nicht gerade günstig. Es kostet etwa doppelt so viel wie Hühnchenfleisch. Der Geschmack, eine Mischung aus Wild und Geflügel. Wenn dann auch was Besonderes auf den Tisch soll oder halt zum Geburtstag oder Hochzeitstag oder wie auch immer, ist das halt eine Besonderheit, ne? Draußen hinter dem Stall bei den Legehennen stehen die üppigen Holunderbüsche kurz vor der Ernte. Das sind jetzt die vollen Blüten, die wir halt für die Sirupernte nehmen. Genau. Werden dann hier einfach abgeschnitten. Das macht ihr alles per Hand. Genau. Da macht ihr dann auch Saft draus aus den Saft, oder? Genau. Ja. Genau. Und dann halt auch schön Likör. Heldrick ist seit 3 Jahren im Vorstand von Feinheimisch. Der Verein hat mittlerweile fast 600 Mitglieder. Das Porträt über ihn erscheint im August. Das macht echt total viel Spaß zu sehen, wie so regional gearbeitet wird und auch mit den 60% aus der Region, die man verwerten muss als Feinheimischbetrieb. Das ist total schön mit anzusehen. Also, ja, und auch für sich selbst als Verbraucherin, ne? Also man wird auch so bestätigt irgendwie, dass man halt so ein bisschen darauf achtet, wo das Essen herkommt. Genau. Und es ist einfach toll, so einen Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen. Ja. Auch. Gleich will Heldrick den beiden noch seinen großen Verkaufsautomaten präsentieren. Auf dem Sophienhof in Neustrelitz ist jetzt der Trecker unterwegs. Mitarbeiter Thilo ist im Einsatz. Wiese mähen. Heu für das Winterfutter soll daraus werden. Als Kind war Treckerfahren sein Traum. Früher hat es richtig Spaß gemacht. Jetzt ist es eine schöne Abwechslung, sagen wir es mal so, zum Alltag. Aber man hat dann so ziemlich nachher so die gängigsten Sachen durch. Und dann, ja, ist wie Autofahren. Freut man sich auch nicht mehr drauf. Ja, das ist, weil das gemacht werden muss. So ganz Routine kommt aber noch nicht auf. Weil Thilo erst ein halbes Jahr auf dem Sophienhof ist, kennt er die Wiese hier noch überhaupt nicht. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Jede Wiese, auch wenn sie ganz eben erscheint, hat so ihre Tücken. In der Nähe des Sees ist der Untergrund nicht immer sehr fest. Dazu kommt, dass hier Wassergräben verlaufen. Die sind obendrein unterschiedlich lang. Wer mäht, muss sich immer schon vorher Gedanken machen, wie die Wege über die Wiese verlaufen sollen. Thilo legt erstmal ein sogenanntes Vorgewände an, um mit dem Gras, seiner Zeit und dem Kraftstoff optimal umzugehen. Wir müssen das machen, da kommst du gar nicht drum herum, sonst fährst du dir das Futter kaputt. Fährst du alles platt, weil du kannst schön locker rauskommen, umdrehen, hast nichts im Wege. Und so, wenn du es eng machen würdest, du würdest rauskommen und dann wie beim Umdrehen mit dem Auto, 3 Züge, Wendung und dann wieder rein. Und das frisst einfach Zeit. Das ist und auch ärgerlich nachher. So haben wir uns das angewöhnt, von innen nach außen zu mähen. Ne, dass die Tiere Fluchtmöglichkeiten haben nach außen hinweg. So, früher hast du dann wie beim Rasenmähen zu Hause immer eingekreist die Wiese. Wurzeln immer enger und dann haben die Tiere nachher keine Chance mehr zu flüchten. Und hier müssen wir eben von innen nach außen mähen. Das ist so. Vorher fliege ich immer noch alles mit der Drohne ab, was um so im Haus ist. Kann ich immer gucken, ob irgendwo Nester sind. Hasen, Enten und Rehe haben sich zum Glück heute andere Rückzugsorte gesucht. Bauer Carsten ist auf dem Weg zum Rinderstall, um nach der Kuh und ihrem neugeborenen Kalb zu sehen. Hinter das Gatter geht er allerdings nicht. Ist doch gut. Wenn die so fixiert jemanden, dann muss man echt aufpassen. Das ist ja eine alte Schlachtkuh sozusagen. Und wir machen ja bei allen älteren Tieren, die wir abliefern wollen, immer noch mal Trächtigkeitsuntersuchungen. Und die haben wir jetzt beim letzten Mal Blut mit aus der Herde rausgenommen. Und da müssen wir ja so gucken, ob er säuft. Hey, komm mal, hör auf. Ansonsten müssen wir die Kuh anbinden und abmelken. Ist gut. Ist gut, komm. Komm, wir stören dich nicht weiter. Kümmere dich um deinen Kalb und dann ist gut. Das Kuhkälbchen scheint gesund zu sein. Und wenn sich das aufgeregte Muttertier bald wieder beruhigt, bleibt das auch hoffentlich so. Döhle in Niedersachsen in der Lüneburger Heide.
Heute ist ein wichtiger Tag für Schäfer Clemens Lipschütz. Der Heidschnuckenzuchtverband trifft seine Vorauswahl für die große Bockauktion in Müden. Ja, jetzt ist ja quasi schon mal so die Endentscheidung, wie viel potenziell nach Müden kommen. Das ganze Endergebnis kriegen wir erst in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, welche denn davon hinkommen. Aber jetzt kommt es erstmal auf Gewicht drauf an. Um diese 25 Jungböcke geht es. Sie sind jetzt ein gutes Jahr alt. Fiete, Fiete! Komm her hier. Piep. Mann, lie down! Walk on. Hier! Fiete, komm her. Lie down. Clemens hat viel Arbeit und Zeit in die Jungböcke investiert. Für ihn ist deshalb der Tag heute ungemein wichtig. Die Fachjury, Matthias Brockop vom Heidschnuckenzuchtverband und Hobbyzüchter Gerhard Oehlers. Die entscheidende Vorauswahl ist heute. Bei der großen Bockauktion in Müden geht es nicht nur um Schönheit, sondern auch um die Abstammung der Zuchttiere, mit denen sie die gefährdete Schafrasse erhalten wollen. Die Kriterien sind an sich die gleichen wie letztes Mal auch. Dass wir den Zahn noch mal kontrollieren, gerade jetzt in dem Alter schieben die Zähne noch mal, da kann man dann die endgültige Stellung langsam beurteilen. Und dann, jetzt geht es vor allen Dingen darum, wie haben sie sich weiterentwickelt. Wie die letztes Mal positiv waren, sind die weiterhin im optimalen Bereich oder schwächeln sie ein bisschen. Das müssen wir heute eben abschließend beurteilen, um dann nachher sagen zu können, nach Abschluss des morgigen Tages, dann können wir endgültig sagen, die und die werden zugelassen. Für die Vorauswahl reisen die Experten von Hof zu Hof. Nur die besten Böcke dürfen später an der großen Bockauktion teilnehmen. Für einen Verband ist das vielleicht auch ganz schön, wenn zwei Leute hinfahren und gucken sich das an. Die Meinungen sind ein bisschen unterschiedlich vielleicht. Und dann stimmt man das nachher ab und dann werden wir wohl die Besten rausfinden. Und vier Augen sehen immer mehr wie zwei. Das ist ganz eindeutig so. Die Vorauswahl für die jährliche Bockauktion und die Suche nach dem schönsten Heidschnuckenbock der Heide kann starten. Im Harz kann das Umsperren der Höhenrinder beginnen. So, ich fütter jetzt die Bullen gleich an. Ja. Tore, du machst den Zaun dann auf, ja, auf die Abzäunung, die hier ist, dass das komplett zu ist, Ding ist. Und wir müssen aufpassen, dass alle Kälber mitkommen. Ja. Ich vermute, dass der Bulle ein bisschen aufpassen wird. Am liebsten würde ich dich mit Johanna hinten sehen, mit Abstand hinterherfahren. Ja. Und ich fahre mit dem Trecker langsam vorweg. Ja. Oh, die werden schon mitkommen. Strom ist aus? Ja, Strom ist aus. Super. Na Mädels, Bulli, komm mal her. Ja. Ja. Du läufst gleich ganz vorne. Ja, du kommst immer schön hinterher, geht auf eine neue Weide. Komm mal. Oh, warst du baden? Komm mal, trau dich. Ich fütter jetzt alle Kühe an, dass sie wissen, hier gibt's was Leckeres. Und komm her, komm! Du darfst auch ein bisschen Schrot. Trau dich ruhig. Ja. Jetzt kann's losgehen. Mädels, kommt her. Die Tiere brauchen ja nur dem neuen blauen Trecker zu folgen. Komm her, komm! Kälbchen, du auch. Komm her, komm, komm! Komm her, komm! Jetzt geht's auf den Spanberg. Immer wieder verblüffend folgsam das gutmütige Harzer Höhenvieh. Komm her, komm! Haben wir alle raus? Super! Mit dem Trecker vorne weg, mit dem PKW hinten dran, geht es innerhalb der gesetzten Absperrungen die 400 Meter durch den schönen Vorharz. Die letzten Meter aber muss Johanna sich beeilen. Und weiter! So, schön. Hier ist der Zaun.
Jetzt sind alle drin. Nee, das ist auch schön, wenn man alles gut im Blick hat und weiß, wie es laufen soll. Und auch weiß, was die Tiere ablenkt oder eben auch nicht. Dann kann das auch ganz gut laufen. Das ist ja das, was sich dann auch so schön anfühlt. Habt ihr gut gemacht? Ja. Top. Ja, wenn alle immer so schön mitspielen, ist halbe Arbeit, ne? Jetzt holt man die Kinder und nimmt andere Herausforderungen auf sich. Eine Rinderherde zu verlegen oder auf die Kinder aufzupassen, beides besondere Herausforderungen. Zurück auf Hof Schramm im schleswig-holsteinischen Schwienkuhlen. Heldrik hat heute einen Interviewtermin für das Magazin Feinheimisch. Hinrich und Petra machen sich unterdessen an die letzten Aufräumarbeiten nach dem großen Hoffest. Nur noch ein Zelt muss abgebaut werden. Von der Größe her ist es ziemlich kompatibel, oder? Bin groß genug. Mit 4000 Besuchern war das Hoffest ein voller Erfolg. Auch der Hofladen wurde komplett leer gekauft. Ja, also wir hatten, nachdem Sonntag das Fest vorbei war, den Bierwagen geplündert. Und ja, Montagmorgen ging nicht so viel, außer das Nötigste. So, einmal runter, Vorsicht. Bin dann mal weg. Und dann haben wir Montag, als das im strömenden Goss, das Wichtigste weggeräumt. War natürlich froh, dass das Wetter erst am Montag so bescheiden war. Und dann haben wir eine schöne Mittagsstunde gemacht alle. Und Montagabend war alles aufgeräumt, ja. Das war schon beeindruckend. Diese zwei Tage waren toll, aber auch erstmal wieder ausreichend. Waren ja doch so viele Menschen hier. Ein Kollege sagte, Mensch, Schwienkuhlen, das wird jetzt das neue Backen. Das ist cool. Also das, ich finde, das sollten wir so beibehalten. Wenn das Zelt abgebaut ist, will Hinrich sein Schlachtmobil aus dem nahegelegenen Eutin abholen. Dort bekommt es heute eine neue Werbeaufschrift. Aus gutem Grund. Naja, auf dem Hoffest wurde ich nur öfters darauf angesprochen von ein paar Damen, auf welcher Seite des Schlachtmobils denn der Damenbereich wäre. Sie müssten dringend auf Toilette. Und wo ist die Spülung? Vorsicht, Petra. Dran? Ja. Und naja, die vierte Dame sagte dann zu mir, ich sollte das als Kompliment nehmen. Das Schlachtmobil macht so einen hygienisch einwandfreien Eindruck, dass man als Frau sogar auf Toilette gehen würde. Hinrich will weitere Verwechslungen vermeiden. Künftig soll das Schlachtmobil zum echten Blickfang auf den Straßen werden. So soll das denn aussehen. Von allen Seiten. Das neue Design vom Schlachtmobil hat Franziska Badde entworfen, die Schwester von Heldricks Lebensgefährtin Christina. Hier bleibt gerne alles in Familienhand. Der mittlere hier wird halt am wärmsten gefahren, weil da halt nur die Kartoffeln und die Glaswaren drin sind. Genau. Und der ganz linke, wo dann hauptsächlich Frischfleisch drin ist, der ist natürlich am kältesten. Wie macht ihr das in der Verarbeitung eigentlich? Verwertet ihr auch so fast alles vom Tier dann? Oder? Natürlich versuchen wir alles zu verwenden oder zu verwerten. Ob es nur auch die Schweineohren sind, die dörren wir. Und dann ist das ein, ja, für die Hundebesitzer als Leckerli, also nicht für die Besitzer, sondern für die Hunde. Und sonst der Rest geht natürlich mit in die Wurst, klar. Kann ich hier vor der Foodbox ein Porträt von dir noch machen? Dass wir hier dich vielleicht einmal platzieren und die ist so im Hintergrund zu sehen? Oder ja, klar, können wir gerne machen. Heldrick hofft mit dem Hofporträt auf noch mehr Transparenz und gerne auch auf neue Geschäftspartner. Zurück in Döhle in der Lüneburger Heide. Bei der Vorauswahl der Jungböcke für die anstehende Bockauktion ist jetzt das erste Tier auf der Waage. 82, würde ich auch sagen. Das Idealgewicht für Böcke liegt ungefähr bei 80 Kilogramm. Ja, beziehungsweise können wir rausholen. Wir nehmen raus.
Doch es gibt noch mehr Bewertungskriterien. Ja, jetzt hat er geschoben, Zahn ist gut, das ist alles in Ordnung. Dann lassen wir laufen. Ohren ist gut soweit. Dann lassen wir laufen. Die Juroren sind anspruchsvoll. Er ist soweit korrekt, aber wir würden ihn uns in der Beistellung und so weiter besser wünschen. Ein Kandidat für die Auktion? Eher nicht. Der erste Jungbock im Rennen hat es nicht geschafft. Clemens markiert ihn deshalb mit Farbe. Der nächste. Clemens hofft, dass es jetzt besser läuft. 7,93. Was hat der? Ja, 86. Ziemlich schwer, dieser Bock. Ja, das war schon einer, den wir uns auf jeden Fall vormerken. Und dann werden wir nachher sehen, wie viel überhaupt hier drin sind, die wir berücksichtigen. Und dann werden wir halt ein bisschen ausgesucht, so was wir meinen, was richtig ist. Alle Auffälligkeiten notieren sich jetzt schon für den späteren Auktionskatalog. Zum Beispiel auch die richtige Hornstellung. Clemens und Josephine hoffen, dass mindestens 5 Böcke weiterkommen. No, der ist hier so ein bisschen enger, aber es geht noch, ne? Die Hörner stehen etwas zu dicht am Kopf. Da ist auch alles wieder in Ordnung. Kann laufen? Jetzt kommt es darauf an, wie der Bock sich präsentiert. Ja, stehen tut er gut, ne? Verrechten gerade mit dem Horn, aber dann passt auch noch die Hand zwischen. Das ist, ja, das ist noch in Ordnung. Genau. Das ist auch nicht ganz so eng. Also gibt es welche, die ja, sind also wirklich, die gehen genau so gerade am Kopf vorbei. Ja. Also das ist in Ordnung soweit. Das sieht gut aus. So wie der steht, sieht er gut aus. Matthias Brockhorp entscheidet, das ist ein potenzieller Kandidat für die Bock-Auktion. Nach 3 Stunden bringt der letzte Bock beeindruckende 94 Kilo auf die Waage. Ein Siegertyp? Das ist einfach nur ein schwerer Bock. Ja, das ist kein Favorit. Nein, ist er nicht. Warum nicht? Ja, weil er einfach nur schwer ist. Also ich finde ihn bald zu hell, aber... Genau. Also er hat gerade... Die Hörner gehen ein bisschen nach oben, aber das ist, wäre alles in Ordnung. So, Zahn geht auf. Das ist in Ordnung. Da über bis auf gar keinen Fall, ist sogar eher ein bisschen unter. Zahle weglaufen lassen. Hat laufen? Ja, lass mal laufen. Das Schwergewicht geht vielleicht doch mit zur Auktion. Aber wenn du das Gewicht von dem siehst. Ja, ist schon ordentlich. 94 Kilo hatte der jetzt. Ja. Die Bilanz am Ende des Tages. Also wir haben noch mindestens 10 Böcke im Rennen. Ja, das ist aber es werden nicht 10 Böcke nach Lüden gehen. Ein insgesamt gutes Ergebnis für Clemens und Josephine.